Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin, hier ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine Kollegen, den Hannes. Hallo. Sebo. Servus. Und den Tom. Moin. Heute mit einer Service-Folge. Wir haben ein paar Sachen zu besprechen. Wir gehen die nicht chronologisch durch, weil wir sie nach Prioritäten geordnet haben. Denn die Zeit wird knapp bis zur Veröffentlichung unseres Buchs, das spezial gelagerte Kompendium. Und wir dürfen es vorstellen auf der Buchmesse. Hannes, habe ich das richtig gesagt? Ja, der SSP ist in voller Mannstärke Samstag und Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse zugegen. Am Samstag haben wir ein Meet and Greet am Langenmüller-Stand. Der ist traditionell neben dem Kosmos-Stand. Ich hoffe, dass es jetzt auch immer noch so ist. Ich dachte, im Stand sogar. Also das ist gegenüber quasi eigentlich. Da war immer so ein Weg zwischendrin. Um 14 Uhr. Dort könnt ihr uns treffen und wir wissen noch nicht ganz genau, ob unsere Bücher verkauft werden da, aber ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall hoffentlich können wir da viel signieren. Ansonsten gibt es coole Lesezeichen bei uns abzuholen. Yes, wir haben nämlich Lesezeichen gemacht und wenn ihr uns darauf ansprecht, dann glaube ich, hat jeder von uns ein paar mit dabei und kann euch die in die Hand drücken, so damit ihr eine kleine Erinnerungsgedächtnisstütze habt für eure Bücher, die ihr da auf der Buchmesse kauft, wenn es nicht sogar das Kompendium ist. Genau. Ja. Wir teasern sie auch vorher nicht an, sondern es soll eine Überraschung werden auf der Buchmesse, oder? Aber sie sind toll. Sie sind ganz toll, sie glitzern. Echt? Nein. Schade. Oh nein. Aber sie sind spezial gelagert. Sie sind spezial gelagert auf jeden Fall. Und ich sehe mich jetzt schon irgendwie am Wochenende vor der Buchmesse, dass ich hier mit einem Prittstift und Glitter drauf streue und die ganze Bude einfach voll ist. Und ich das nicht wieder von meinen Klamotten, meinen Händen, aus den Haaren und in der Nase und überall rausbekomme. So wie das Konfetti, was ich von vor 12 Jahren immer noch bei uns in der alten Wohnung finden würde jetzt. Naja, so ist das. Gut, also Buchmesse. Ich finde es total faszinierend, dass wir, nachdem Sebo, ich glaube, bei dir habe ich zum ersten Mal gehört, dass du so als Besucher hingehst zur Buchmesse, Sebo, dass wir da jetzt alle gemeinsam hingehen und auch noch das Kompendium vorstellen dürfen. Das ist ganz aufregend, weil eigentlich ist das so durch deine Erzählung so für mich ein mystischer Ort geworden. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht mystisch wie hohoho, da passieren komische Sachen, aber es ist so, ich habe da schon so viel Erzählung von dir miterlebt, dass ich da total gespannt bin, wie das da wird. Ja, die Buchmesse hat ja immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, wird sie ja immer haben, aber ja, ich bin wirklich gespannt. Wir sind ja da am Anfang, als wir das erste Mal auf die Buchmesse sind, waren wir ein bisschen überfordert und dann hatten wir das Glück, durch den SSP da ja auch an Pressetickets zu kommen und so. Ja. Aber jetzt mal so dabei zu sein und nicht nur am Stand vorbeizulaufen und sich zu denken, ja, cooles Buch, sondern auch mal selber eins dabei zu haben. Und ja, das ist schon cool. Auf der Buchmesse ist viel passiert. Ich habe die Michelle kennengelernt. Hannes hat sich da sein erstes, oder ich habe Hannes da sein erstes Schreibprogramm gekauft, bevor er mit dem Bücherschreiben dann so richtig professionell angefangen hat. Das ist schon eine coole Messe. Also ja. Okay, aber wir machen nicht so komische Sachen, wie uns Schmetterlinge hinten ans Gesäß tätowieren zu lassen oder so. Das machen wir nicht, ne? Nee, die Buchmesse ist, glaube ich, auch eher für so ein gesetzteres Klientel. Ich weiß jetzt nicht. Ja, wir sind da halt die Punks denn. Ja, aber deswegen auf dem Hintern tätowieren, wegen gesetztes Klientel. Verstehe. Gesessenes Klientel. Achso, und wir machen keine Lesung, ne? Das sollte man vielleicht dazu erzählen, weil wir gesagt haben, naja, so. Weil keiner von uns kann lesen. Genau. Aber wir versuchen live am Stand das auszumalen, das Buch. So. Vielleicht kann man ja ein, zwei Artikel vorlesen. So, ey, keine Ahnung. Ihr so von Sheriff Nosticken oder so. Oder von Goodreads. Okay. Es wird jetzt wieder hier gesagt, ja, wir malen es aus. Dann kommt einer und sagt, ich habe dir die Stifte dabei. Das wird eine halbe Stunde später. Ey, wir drücken uns seit 6 Jahren sehr erfolgreich darum, die DSGVO vorzulesen. Also, das kriegen wir schon. Aber schön, dass du jetzt nochmal alle dran erinnern hast.
Ach, das fällt uns wieder alles vor die Füße. Aber wir freuen uns, euch auf der Buchmesse zu treffen. Wir haben vom Verlag gehört, dass die auch versuchen, ein paar Bücher, also schon ein paar mitzubringen und dass ihr die dort auch bekommen könnt. Quasi vor dem Erscheinungstag, weil die offizielle Veröffentlichung wird am 21. Oktober sein. Und wenn man Amazon zum Beispiel Glauben schenkt, wird das erst am 28. von denen ausgeliefert. Also da könnt ihr es quasi mit zuerst lesen. Also es gibt 5 Leute, 6 Leute, die es gelesen haben und euch dann eventuell am Samstag auf der Buchmesse. Ja. Ich sehe schon die Leute kommen, die es kaufen und beim ersten Harry Potter Band sich hinsetzen und direkt da lesen. Alles schnell durchlesen. Dann lass uns so T-Shirts an, wo draufsteht, wer stirbt. Der Professor aus dem Höhlenmenschen kann ich. Birkenstein. Oder? Ich, ja, richtig. Spoiler. Gut. Aber bin ich sehr vertraut. Nächstes Thema. Nächstes Thema wäre die Spiel, nämlich ein Event, was jetzt quasi unmittelbar bevorsteht und auch wir zu 3/4 vertreten sein werden. Jetzt muss ich Sebo fragen, ne? Ja. Du bist auch auf der Spiel. Ich bin auch auf der Spiel. Ich fahre am Donnerstag hin und am Sonntag wieder zurück. Also alle volle 4 Tage werde ich mir diesen Wahnsinn antun. Ich bin sehr gespannt. Und du bist als Cosplayer im Feenkostüm da, ne? Oder? Genau, ich komme als dicke Elfe am ersten Tag. Mhm. Am zweiten Tag komme ich als dicker Buzz Lightyear. Am dritten Tag komme ich als schlanker Shrek. Und am vierten ist Pause. Und Tom immer äquivalentes Kostüm als Fiona und als. Nee, ich bin immer als Esel verkleidet. Alle 4 Tage. Durchgehen. Oder als Lord Farquaad. Ich bin das uneheliche Kind, das der Esel und Lord Farquaad haben. Ein Drachenbaby? Wir sollten mal wieder Shrek gucken, ist immer noch geil. Ja, das ist, kann man noch gucken, habe ich letztens also, getan. Ja. Ich bin auch alle 4 Tage da, Donnerstag bis Sonntag. Okay, aber damit wir es ein bisschen kompakter machen, weil ich bin auch da mit meiner Familie, aber wir werden nicht die ganze Zeit zusammenlaufen, weil das eigentlich Quatsch ist. Wer einmal mit Sebo auf der Spiel war, wird wissen, was ich meine. So, da kommt ihr nicht so richtig weit. Aber wir hatten überlegt, dass wir uns auf jeden Fall treffen. Und zwar, Sebo, wo treffen wir uns? Wir treffen uns am in Halle 1 am System Matters Stand. Das machen wir, weil da der Moritz auch ist und dann sind wir da nicht so alleine. Wenn keiner kommt, ist es nicht so schlimm, dann haben wir einfach Moritz besucht. Ja, wir hoffen, also wir sagen Moritz auf jeden Fall Bescheid, dass er da auch zu sein hat, ja. Dann ist er vielleicht nicht da. Ja, stimmt, er ist sehr scheu, wie ein kleines Reh. Ja. Ja, das ist, also wenn ihr auf den Hallenplan schaut, den gibt es auf der Seite von der Spiel zu finden. Dann könnt ihr da gucken, wir sind in Halle, das ist in Halle 1 und wenn ihr von oben drauf schaut, so auf der rechten Seite, wo es Richtung Halle 2, glaube ich, geht. Hm. Genau. Ja, das ist auch relativ nah an so einem Außengelände, wo man sich dann auch noch zum Quatschen zurückziehen kann. Haben wir da eigentlich auch genau. Lesezeichen dabei? Ja, keine, wenn du welche mitbringst, ja, weil ich habe ja keine. Ja, ich lade mal ein paar in den LKW rein, mit dem ich da anreisen werde, ja. Aber Olaf, lass uns doch auch Poster und Tassen verkaufen. Ja, ich habe hier einen Bollerwagen dabei, machen wir einen kleinen Verkaufsstand, so 20 Quadratmeter, Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn du ohne Stand gebucht zu haben, irgendwelche Dinge auf das Spiel verkaufst, fliegst du, glaube ich, relativ schnell raus. Ich glaube auch, das möchte ich nicht riskieren, wobei es ein Samstag für mich der letzte Tag. In die Augen, ja. Lieber Shrek. Genau, Hannes, du bist leider nicht da, ne, habe ich gehört. Ja, ich bin nicht da, ich habe irgendwie keinen Bock. Ich hab viel zu tun und muss am Sonntag schon woanders hinfahren. Und zwar. Ich habe viel zu tun, ich muss woanders hinfahren. Nein, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe viel zu tun und dann muss ich am Sonntag woanders hinfahren. Okay. Nach Augsburg. Nicht schlecht. Wer möchte, kann ein Meet and Greet machen, 8.30 Uhr Montagmorgen am Augsburger Bahnhof, wo ich meine Kollegin abhole, um zum Kunden zu fahren. Oh. Jetzt hat er es gesagt, es wird stattfinden. Ja, nächste Service-Ankündigung, wir brauchen einen neuen Quizmaster. Rauchen. Sonderlich qualifiziert müsst ihr nicht sein, war der vorher auch genau. Nicht. Ihr müsst nur Zeit haben, mit uns auf Messen zu gehen. Genau.
Nee, also ja. Halten wir noch einmal fest, das war natürlich nur ein Scherz, aber es ist kein Scherz, dass wir vom SSP auf der Spiel um 15 Uhr am System Matters Stand sein werden in Halle 1. Am Samstag. 1. Am Samstag. Hab ich richtig. Da, was, ja, habe ich nicht Samstag gesagt? Um 15 Uhr hast du gesagt. Aber wann? Also welcher Tag? Es gibt ja 4 Tage. Ach ja. Vor allem irgendwo auf der Welt ist ja immer gerade 15 Uhr. Also aber nicht Faser, Uhr, genau. Aber nicht überall auf der Welt ist ein System Matters Stand. Das stimmt. Also 15 Uhr Samstag am System Matters Stand. Jo, wir freuen uns. Gut, kommen wir zum Fischpunkt unserer Aufgabenliste, die wir heute abarbeiten müssen. Tom, du hattest Fischwitze gemacht und zwar eine Menge davon und da gibt es jetzt eine Auflösung, richtig? Ja, also da gibt es eine Auflösung. Es ist nicht ganz einfach, das aufzulösen, weil es haben ein paar Leute Vorschläge eingeschickt und keiner davon lag richtig oder und auch nicht alle waren nah dran. Ja, wer hat dir das geahlt? Aber oh Gott, jetzt geht es hier weiter. das ich dreh durch. Es ist schwierig, das tatsächlich aufzulösen. Die Vorgabe war ja nur eine Zahl abgeben. Das heißt, man hätte auch einfach raten können. Aber es haben sich doch sehr viele auch die Mühe gegeben, einfach alle Liste, alle aufzuzählen, die sie gefunden haben. Und dabei habe ich gesehen, dass da auch Fische drin waren, die ich gar nicht versteckt habe. Oder Anspielungen auf das Meer. Zum Beispiel Anspülungen. Anspülungen. Es geht schon wieder los. Oh Mann. Zum Beispiel haben zwei Leute auch das Highlife, da ist Highlife in Dosen oder so, haben wir gesagt, aufgezählt. Und das hatte ich gar nicht vorgesehen. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe noch mehr Pfeile im Köcher. Und das war auch gar kein von mir beabsichtigter Fischwortwitz. Den habe ich auch selber nicht verstanden. Köcher ist ein Fisch oder wie? Ich bin mir gar nicht mal. Ich wollte gerade sagen, was ist der Fisch, der Pfeil oder der Köcher? Also es gibt sicherlich einen Fisch, der auch Pfeil genannt wird. Oder geht es einfach um Meer im Sinne von der Ozean? Ach, Köcher ist ja auch ein anderes Wort für Kescher. Also es gibt Pfeilfische so, aber das war gar nicht so unbedingt vorgesehen. Und Köcher, Kescher, das war gar nicht gemeint. Es gibt aber einen Köhlerfisch, der ist aber aus der silbernen Spinne. Schön fand ich zum Beispiel, als ich gesagt habe, dass die Connors-Brüder in die Bar gehen, um sich da zu betrinken. Also die gehen in die Bar und betrinken sich da, um sich ordentlich einen reinzudöbeln. Der Döbel ist ein Fisch, aber die Barbe auch. Und manche haben so die Barbe gefunden, andere den Döbel und manche auch beides. Also es war schon gut. Auch schön fand ich, der Satz Mollys und Steine gegen Bullenhaie. Bullenhaie sind Fische, Mollys aber auch. Also da waren halt, ich glaube insgesamt, kann ich es ja sagen, waren 57 Fischwortwitze von mir vorgesehen. Und Witze ist da aber ein sehr, sehr weit gegriffener Begriff. Ja, das ist dehnbar. Das ist dehnbar wie eine Qualle. Also der Dehnbarsch. Dehnbar, das ist Dehnbarsch. Und zwei Leute haben 43 getippt und waren damit am nächsten dran. Und deswegen kriegen wir jetzt einfach beide ein Buch. Also ich dachte, du teilst jetzt das Fisch und dann das Fischbuch und teilst das auf. Ja, und dann wird es aber zu unendlich vielen Fischbüchern. Weil das weiß man ja, wenn man die Fische teilt, dann wird es immer mehr. Ja. Ist wie so ein geil, ne? Religionswitz. Ne? Genau. Ja, so, da waren auch ein paar Fische drin, die hat niemand gefunden, was auch echt schwer war. Also Yamura ist ein richtiger Lump. Lump ist halt auch ein Fisch. Aber ist es ein Wortwitz, wenn man einfach nur ein passendes Wort macht? Also weiß ich nicht. Vielleicht war es auch einfach dann nicht Witze, sondern Anspielungen. Aber ich meine jetzt, Torau führt Crow an der Nase rum. Ja, Nase ist halt auch ein Fisch. So. Dann andere Dinge wie Gib Hering, ja, okay, das ist ja. Tom hat einfach die ganze Nacht auf Wikipedia gesessen und jedes mögliche Substantiv mit irgendeinem erfundenen Fisch benannt, damit er unendlich viele Anspielungen hat. Ich habe halt wirklich versucht, das auch so an so Stellen so blöd wie möglich einzubauen, als ich gefragt habe, wer von beiden eigentlich der Schiffshalter ist. Schiffshalter ist auch ein Fisch. Ach du Scheiße. Oh Gott.
Oh mein Gott. Also wer hat denn sich diese beknackten Namen ausgedacht für Fische? Ja, das gibt's ja gar nicht. Also ich verspüre Frage. Tom gegenüber eine gewisse Anerkennung, aber auch Ekel. Was hat sich da alles rausgesucht? Wie bei einer Qualle. Was? Ja, so ähnlich, genau. Jetzt ist die Frage, machen wir dann, wenn wir die Perlenvögel besprechen, lauter Vogelwitze? Weil die haben ja auch so einen jetzt Namen. Nimm doch nicht alles vorweg. Ich frage mich halt, Güte. Wie man halt so, jetzt schmeiße ich die Liste mit den Vogelwortwitzen direkt weg. Danke, Seppo. Danke. Tut mir leid. Ich hätte es Vögelwitze genannt, aber ja. So. Ich frage mich halt, wie man rotbauchiger Sperling oder sonst irgendwie Stummelschwanz. Gabelschwanz-Königstyrann. Ja, irgendwie sowas unauffällig ins Gespräch einflechtet. Ich werde ganz schön müde. Noch nicht, aber so. Der Nachbar von Tim Allen ist ja ein Zaunkönig. Ja, absolut richtig. Hör auf mit dem Spott, du Tölpel, genau. Ja. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Amsel. Ja, gut, also wie gesagt, 43 war am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch. Kriegen beide ein Buch. Wir setzen uns mit euch in Kontakt. Und das machen wir auch in aller Plötze. Huh. Das ist ein anderer Name für die Rotfeder. Tom spielt übrigens sehr gerne Flügelschlag und kennt sich halt mit sehr vielen Vogelarten in Eurasien aus, ne? Mit den Erweiterungen zusammen. Ja, also mit den Erweiterungen auch Nordamerika und Europa und so weiter. Aber auskennen ist zu viel gesagt. Ich sage immer, oh, der ist auch hübsch. Und dann kichert über den Namen. Das ist so ein unnützes Wissen auch. Ja. Gut, ich mache da jetzt mal Ausrufezeichen, Haken, abgehakt dran. Keine Fischwitze mehr. Gott sei Dank haben wir das hinter uns. Ach du Scheiße. Meeressäuger gibt es ja Gott sei Dank nicht so viel, falls wir irgendwann mal den Superwahl machen sollten. Da graust mir nämlich auch schon vor. Ja, da sage ich dann am Ende Delfin. Okay, gut. Dann geht es jetzt eigentlich nur noch um Ankündigung. Einmal, dass die neue Folge bald in den Startlöchern ist. Ihr kennt uns ja, also meistens, wenn wir sowas ankündigen, kommt das ja eigentlich sofort. Aber das wird dann jetzt, welche Folge kommt jetzt raus? Im Zeichen der Schlangen. Ja. Und nicht, wie ich denke, im Netz der Schlange. Das ist irgendwie immer der Titel, den ich im Hinterkopf habe. Warum im Netz der Schlange? Schlange machen keine Netze, die bauen keine Netze. Ja, aber so auf Knoten, der anderen Seite so im Netz des Drachen. Drachen bauen auch keine Netze. Aber da geht es ja ums Internet. Ach so. Oh, wow. Es gibt aber auch Codename Cobra und den Quallendingsbums. Gift per E-Mail. Und Vampir im Internet. Gut, also das wird die nächste Folge. Und dann müssen wir uns danach schon dem Folgenvoting widmen, weil da hat welche Folge gewonnen? Der Kristallschädel. Dünn, dünn, dünn. War wenig überraschend, ne, glaube ich, oder? Also ich hätte da fest mitgerechnet, dass es der Kristallschädel wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war mir ziemlich sicher, dass es eine andere Folge wird. Also Schwingen des Unheils? Ich hätte jetzt eigentlich getippt, dass es die Schwingen des Unheils werden, aber das war nicht mal knapp. Also das ist mit 39% gerade mal so der zweite Platz. Okay. Aber ich dachte, es wären die Schwingen des Unheils, aber anscheinend haben die Spezies die Folgen gehört. Und trotzdem haben 15% die verlorene Zeit genommen. Ja, ja gut, also die wollen, manche, ich glaube, manche Leute wollen uns auch einfach leiden hören. Das wird also noch ein enger Zeitplan, weil dann geht es auch schon los mit Seppos Geburtstagsfolge und eventuell, ihr habt schon gehört, einen Adventskalender, ne? Vielleicht. Haben wir dann keine Zeit zu verlieren? Nee. Auf jeden Fall nicht. Deswegen würde ich jetzt, ihr kennt es ja schon, oder wir müssen uns was Neues ausdenken. Peter Lustig ist out, oder? Nee, Peter also Lustig ist nie Welt, out. Also in einer Welt, in der Peter Lustig out ist, möchtest weiß du ich nicht, ob ich da noch podcasten will. Stimmt, okay. Sehe ich auch so. Dann, liebe Spezies, jetzt abschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns auf der Spiel und auf der Frankfurter Buchmesse. Und am Augsburger Bahnhof? Genau. Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Wupp, wupp. Tschüss. Tschüssi.
Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com/spezialgelagert oder über paypal.me/spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa. Ihr findet den SSP auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Spezial gelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.